Ja, hallo an alle und herzlich willkommen zurück zu Elite Dangerous mit dem famosen Cooper. Na, hallo. So, da sind wir wieder und es hat sich etwas getan. Ich gehe mal die Sternenhafendienste rein, denn in der letzten Aufnahme hatte ich ja gesagt, in der vorletzten Aufnahme hatte ich gesagt, ich werde etwas Geld farmen. Wie man sieht, ich habe es etwas getan. So, es ist ein bisschen was dazugekommen. Eine Folge gab es ja davon, dann habe ich noch was Lustiges reingeschnitten, weil ich mich mega dämlich gestellt habe, wo leider mein Schiff von der Station gegrillt wurde, weil ich dachte, ach komm, jetzt machst du das mal richtig und hörst nicht auf den Cooper. Dann habe ich irgendwann festgestellt, ja, der Cooper wusste schon, was er sagt, warum er gesagt hat, lass einfach dein Buggy explodieren und hol das Schiff nicht zurück. Das war sehr lustig. Genau, was machen wir heute? Und zwar werde ich erst einmal ganz vor der Kuppel schon wieder da am anderen Ende der Welt, finde ich super. Und zwar werden wir mal gucken. Wir haben hier die Diamondback Explorer. Die habe ich hier geparkt. Hallo? So, wir werden da einmal hinfliegen, weil ich brauche mein anderes Schiff. Wir werden jetzt nämlich Folgendes machen. Wir fliegen jetzt zur Route planen zur Station. So, wir fliegen da jetzt mal hin. Dann hole ich meine Diamondback und dann würde ich sagen, holen wir uns einen hyperianischen Schlachtkreuzer. Und zwar werde ich mir die Anna holen und dann bin ich sehr gespannt. Der Cooper freut sich schon wie ein Schnitzel, weil er schon gesagt hat, dann kann man dich endlich mal zu irgendwas gebrauchen. Und ich kann vor allem deine Jäger alle mal kaputt machen. Nicht immer nur meine Jäger aus dem Hangar zerschrotten. Das stimmt, der Cooper darf dann meine Jäger fliegen, was bestimmt gut gehen wird. Da bin ich sehr positiv gestimmt. Und ja, ich lasse mich mal überraschen. Ein bisschen Geld habe ich ja und naja. Lassen wir uns überraschen, was da alles passiert, wie wir da weiterkommen. Und ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hattest du eine Idee, was wir gemeinsam machen könnten. Ja, da du jetzt ja... Also erstmal wirst du deine Inner weiter hochzüchten müssen. Du wirst jetzt erstmal alles auf A ausrüsten wollen und so, dass du da alles, was man mit Geld quasi kaufen kann, kaufst, damit du dich schön ausgetobt hast. Und dann wirst du als nächstes wahrscheinlich... Weil du wirst ja dann nicht zufrieden sein, denn du wirst ja dann auch die Jump-Range und die Geschwindigkeit und alles erhöhen, die Ingenieure freischalten wollen. Aber wenn wir das alles dann mal haben, dann können wir lustige Challenges machen. Und zwar gibt es zum Beispiel die Idee, es gibt so Planeten, da sind sehr, sehr tiefe Schluchten. Und was wir dann machen können, ist, jeder wählt sich irgendein Schiff aus, also irgendein, wo er denkt, das ist jetzt mein Rennschiff, züchtet das hoch auf maximale Geschwindigkeit, also alles, was geht, um die maximale Geschwindigkeit rauszuholen. Und dann fliegen wir einfach mal ein Rennen durch den Canyon. Das wäre doch mal eine witzige Sache, finde ich. Du weißt schon, dass du verlieren wirst gegen mich. Ja, es wird glorios, ich sag's euch. Das wird ähnlich wie bei diesem Base Run sein, wo wir dann auf einmal Hepis Wrackteil einfach nur durch den schwerelosen Raum fliegen sehen. Nein, das ist nie passiert. Das ist nie passiert. Das wird super. Ich werde mein Schiff einfach so auf Geschwindigkeit boosten, dass, letzten Endes das Schiff nur noch aus einer ganz, ganz dünnen Hülle besteht. Kein Schildgenerator, nichts, einfach nur Speed bis zum Umfallen. Genau. Beim ersten Boosten zerfällt das ganze Ding wahrscheinlich. Kommt so ein Aber dafür fliegt deine Leiche so schnell wie sonst noch nie. Genau. Hast du dann so ein Staubkorn, weißt du, kommt gegen die Hülle, puff, das Schiff explodiert. Genau. Das finde ich eine sehr gute Idee, ja, das wäre bestimmt lustig. Solche Sachen können wir halt dann ganze Zeit machen, weil wenn jetzt Geld keine Rolle mehr wirklich spielt, dann kannst du halt wirklich auch mal lustige Schiffe holen oder wir machen mal den dicksten Brummer und machen dann der heiße Draht-Challenge mäßig oder irgendwie sowas, dass wir dann uns irgendwo durchschlängeln müssen durch irgendeine Station oder so. Genau, so einen Sternenzerstörer parkst du rein, so und jetzt blockiere ich hier einfach mal den gesamten Verkehr. Ja, genau. Wer hält länger durch quasi, wenn die ganze, wenn man den Verkehr in der Station blockiert? Genau. Ich finde, wir können spaßeshalber auch mal probieren, eine Station anzugreifen. Ich weiß, es bringt nichts, aber das wäre, glaube ich, auch mal ganz lustig, oder? Es gibt was anderes Witziges, und zwar Gold in den Frachtraum nehmen und dann einfach in so einen Abbaustandort gefährlichen
zu fliegen und wer länger durchhält quasi. Ach so, wie du das letzte Mal, wo die drei Enders auf dich geschossen haben dann. Ja, genau, im Prinzip das. Und das war ja noch nicht mal Gold, was ich hatte, sondern das war ja nur... Das war nur ein Passagier. Das war eine Rettungskapsel, ja. Also, sensationell. Solche Sachen kann man dann tun, ja. So, im Übrigen, ich muss ganz kurz erwähnen, weil es mir gerade auffällt, so extrem wieder. Der Cooper, der knackt immer noch. Es liegt nicht am Cooper, es liegt an mir. Ich habe einfach einen besseren Gegenspieler verdient. Nein, Bitte? Das Problem ist tatsächlich, ich habe es herausgefunden, woran das Problem liegt, aber ich muss es noch fixen. Und ich weiß aber nicht, wie ich es fixen soll. Das heißt, ich hoffe, dass wir es irgendwann mal hinbekommen. Aber ich wollte jetzt auch nicht hier ewig lang das hinziehen und so weiter und so fort, bis halt mal dieses Knacken weg ist. Die andere Idee war, wir gehen auf Discord. Aber Discord, ganz ehrlich, ich habe lieber das Knacken im Hintergrund, als dass jeder zweite Satz vom Cooper abgehackt ist. Das ist ja, das sehe ich. Ja? Was? Du hast gesagt, Nee, ich habe gesagt, ja, das sehe ich genauso. Na, das genauso kam nicht mehr an hier. Abgehackt, ach ja, übrigens, Scheiße. Ich muss übrigens ganz kurz dazu sagen, ne? Die tollen Soundprobleme, die ich in der letzten gemeinsamen Session mit dem Cooper hatte. Ja. Das war ja katastrophal, ey. Ja, Setup immer. Das war sehr katastrophal. Vor allem, wenn jemand halt permanent an seinem Mikrofon rumspielt oder an den Soundeinstellungen. Ja, aber das ist ja zum Glück nicht passiert. Nein, gar nicht. Ich hab schon gedacht, ich dachte am Anfang, der verarscht mich, das kann nicht sein, der verarscht mich. So, und dann habe ich dreimal die Anmoderation angefangen und er so, komm, jetzt mach hin, Junge, ich will ins Bett. Und dann dachte ich mir so, Moment, der will ja ins Bett, der verarscht mich nicht. Und dann war ich unsicher und dann danach hat er mir geschrieben, ja, ich habe dich die ganze Zeit verarscht. Und ich so, oh, Alter, und ich hab halt Discord, habe ich dann rumgespielt, Einstellungen umgebaut und alles deaktiviert in Discord, in Teamspeak, was es halt irgendwie gab. Ja, da wurde mich verarscht. Nope. Ich muss sagen, hat er gut gemacht. Habe ich sehr gut gemacht. Da kriegt ging ja auch auf meine Kosten. Ja, da kriegt er auf jeden Fall einen Keks von mir. Also das ist, kann er sich gleich morgen Abend abholen dann. Yay, das klingt sowas von falsch, Igitt. Willst du meinen knusprigen Keks sehen? Nein. Einfach nur nein. Wie nein? Das ist ja eklig. Herz für Hippies Kekse. Nein. Ich back leckere Kekse. Nein. Immer noch nein. Also ihr habt's gehört, ne? Ich hab dem Cooper Kekse angeboten und er will keine Kekse haben. Nein. Das nicht abends. So. Jawohl, wir sind im Föderationsraum eingetroffen. Die USS Columbia ist auch schon bereit zum Andocken. So. Du musstest übrigens so langsam eigentlich schon in deiner dritten Woche der Schwangerschaft sein mit der Duval, der du die Treue geschworen hast. Das heißt, du könntest eigentlich auch schon mal dafür arbeiten, dass du dein Prisma-Schild bekommst. Ja, stimmt, ja, das wollte ich ja... Wow, Alter, wie ich hier reingeflogen bin. Wie ein junger Gott. Wie ein junger Gott. Mir tut jetzt schon das arme Anna-Modell leid, dass das Pech hat, von dir gekauft zu werden. Rückschub einleiten. Oh, jetzt bin ich fast gegen die Wand von der Station geknallt. Du wirst sowas von nicht klarkommen mit einer Anna, ich sag's dir. Zum Glück ist Landecomputer. Wahrscheinlich werde ich dann so mega frustriert sein, weil der Computer 8000 Jahre braucht, um so ein beknacktes Docking-Manöver zu machen. Ah, das macht er eigentlich ganz zügig, aber ja, wahrscheinlich für dich immer noch zu langsam. Oh Mann, ey. Das wird sensationell gut. Naja. So. Alles auftanken. So, ich muss mal ganz kurz Lackierung. Muss ich ganz kurz eine Sache ändern. Und zwar habe ich hier diesen tollen Buggy. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube auch beim Buggy kann man die KI-Stimme austauschen. Ja, aber das macht jetzt keinen Sinn, weil du musst das für jedes Schiff extra machen. Ja, das weiß ich. Aber ich mache es gleich für dieses Schiff, das ich dran denke jetzt gerade. Weil nämlich, mir ist aufgefallen, hier, Kova... Wo war's hier?
So, ich hätte nicht gerne die Celeste, nämlich auch hier bei diesem Scarab. Und ich habe mir tatsächlich überlegt... Greetings, Commander. Greetings, Celeste. Und ich hatte mir eigentlich überlegt, für den Scarab, falls ich da öfters Missionen jetzt mache, dass ich mir auch dieses, Color Pack und so weiter kaufe. Hast du, glaube ich, gemacht sogar, ne? Für den Scarab. Ah ja, dass du halt den Scarab, da kannst du andere Farben und so weiter machen. So, nee, das habe ich nicht gemacht. Nicht? Einlagerungsoptionen. Dieses Schiff nutzen. So, die USS Discovery. Finde ich gut. Dann fliege ich mir jetzt mal ein bisschen rum. Ich habe es mit Föderationsname, ne? Ich könnte mein nächstes Schiff, könnte ich auch einfach die USS Orville nennen. Ich bin mal gespannt, ob du jetzt halt, mit Anna klarkommst. Das auch, aber, also nee, da bin ich nicht gespannt, da weiß ich, du wirst nicht klarkommen, aber du könntest ja dein imperialisches Kreuz, was hast du immer, Schlachtschiff? Imperiales einfach, Schlachtschiff. Ja, kannst du ja einfach mal so nennen. Nee, weil die Orville ist ein Forschungsschiff. Ja, genau, aber du könntest ja, ne, SSS Hyperia oder so, nee, nicht SSS, SS, oder ja, USS. Genau, SS, ja, genau, SS, ich nenne mein Schiff SS. Mhm. Ja, das ist vielleicht nicht so clever, das aber... Das ist, glaube ich, nicht so gut, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das könnte Probleme bedeuten. Ja, vielleicht könnte es missverstanden werden, aber... Es ist ja leider heutzutage so, es fühlt sich immer sofort jeder, getriggert. Ja. Das. Oder? Bin nicht SS. Oh. Wie viele Sprünge brauche ich dahin? Entfernung 122 Lichtjahre. Ross 409. Ich plane mal eine Route dahin. Wie viele Sprünge brauche ich denn mit meinem. Oh, 4 Sprünge. Es geht ja eigentlich. Ja, dann springen wir da mal hin. Bei Ross 409 gibt es nämlich gerade 15% Discount auf die Anaconda. So. Warte mal, habe ich eigentlich alles drin? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja. Habe ich ja nicht. Ich habe hier keinen. Doch, ich habe. Wie soll ich bei der Diamondback Explorer eigentlich einen. Einen Dingens? Einen Scarab? Ach cool, ich kann die Laser von dem Scarab hier auch anpassen. Wusste ich gar nicht. Ja. Sogar die Antriebsfarbe auch anpassen. Echt? Nee, die Lackierung kann man anpassen. Und das ist das, was ich meinte. Da gibt es so coole Lackierungen wie dieses Schwarz und Grau hier zum Beispiel. Beziehungsweise das mit diesen neonleuchtenden. Das hier. Das sieht mega geil aus mit diesen blauen neonleuchtenden Reifen und so weiter. Das ist schon echt cool. Wobei das Rot, glaube ich, noch geiler wird. Es wirkt so gefährlich einfach wie Tron. Tron kennst du, ne? Ja, ja. Okay. Muss man mal fragen, ob jemand Tron kennt. Kennt ihr Tron? Wieso? Es gab doch ein Remake. Mit Daft Punk und so. Es gab ein Remake von Tron? Freilich. Es gab eine Fortsetzung, gab es, aber es gab kein Remake. Och, das war ein Remake. Es gab eine Fortsetzung? Ja, ja, Tron Legacy mit Olivia Wilde. Das ist eine Fortsetzung? Ich dachte, das ist ein Remake. Nee, das war eine Fortsetzung. Das war die Fortsetzung. Das hat er gespielt, nachdem er... Der ist ja verschwunden in diese Tron-Matrix oder in diese App-Welt oder Cyberspace. Wie heißt das? Cyberspace ist, glaube ich, ne? Keine Ahnung mehr. Ja, der ist ja da verschwunden. Er hat seinen Sohn ja zurückgelassen. Sein Sohn ist ja dann da rein. Und. Ja, aber der erste Teil hat auch nicht damit geendet, dass er da drin geblieben ist. Nee, der erste Teil nicht. Der erste Teil hat damit geendet, dass er seine ganzen Dinge gekriegt hat. Seine. Na, die ganzen Unterlagen, dass er die ganzen Spiele und so weiter entwickelt hat. Und da hat er ja seine Firma damit wieder übernehmen können. Es war ja seine Firma. Und die hat er dann gekriegt. Und dann ist er später aber wieder in den Cyberspace dann. Und da ist ja auch der Bruce Boxleit dann alles, als er den Tron gespielt hat, war ja auch im Vorstand dann alles drin, der ja auch mega gelacht hat, als sein Sohn dann die Software, die sie teuer verkaufen wollten, pirateriert hat und einfach kostenlos ins Netz gestellt hat. Der hat dann gelacht. Und der Tron spielt da ja auch mit. Ist halt der Böse. Ja, ja, okay. Also das war eine Fortsetzung.
Das war kein Remake. Wobei ich irgendwie, ich fand den irgendwie ein bisschen konfus teilweise. Ja. Da war ich tatsächlich dann doch nicht tief genug drin anscheinend. Nee, ich fand irgendwie, keine Ahnung, das ist, wenn du... Du hast, also sie haben es, es war halt technisch, war das halt viel besser als der damalige Film. Klar, waren ja auch ein paar Jahrzehnte, glaube ich, waren ja ein paar dazwischen. Aber insgesamt fand ich den schon ein bisschen konfus. Naja. War trotzdem ganz gute Unterhaltung. Immer noch besser als Veronica. Den Film hast du gefressen, ne? Das ist so... Das ärgert mich, dass ich so auf diesen, auf so einen Hype immer drauf reinfalle dann bei Filmen. Das ist... Ja, passiert mir zum Glück nie. Ich falle nie auf Hype rein. Nein, gar nicht. Kingdom Come. Hey, das hast du dir auch gekauft. Das stimmt, weil du es gekauft hast. Ja. Da bin ich auf dich reingefallen. Oder ich hab dir aber nicht gesagt, hol's dir. Du hast es bei mir im Stream gesehen und hast gesagt, oh cool, das hol ich mir auch. Ja. Ich hätte länger zuschauen müssen, dann hätte ich festgestellt, dass das Spiel so mega beknackt ist. Ja, aber im Gegensatz zu dir werde ich es durchspielen, irgendwann. Nach dem nächsten, das habe ich schon auch vor, aber... Ich warte noch einen Patch. Ich habe jetzt wieder einen Patch. Ach, kam wieder einer? Ja, die, aber das hat nur so... Ja, hat schon Bugs gefixt, aber dann auch noch irgendwie hinzugefügt, dass man jetzt auch Frisuren und so ändern kann. Toll. Genau das, was das Spiel braucht. Die sollen erstmal die 1000 Bugs fixen. Das wäre viel sinniger, ja, als... reinzubauen, wie man Haare ändert. Ja, ich finde Haare schon auch wichtig. Ja, du hast noch Haare. Bei mir ist das nicht mehr ganz so wichtig, weil ich habe fast keine mehr. Von daher rückt das etwas in die hintere Priorität. So, ich bin gleich bei Ross 409. Ich habe übrigens seit auf dem ich gelernt hatte, dass auf dem Android-Smartphone, dass du da den Kindle installieren kannst, bin ich wieder voll am Bücherlesen. Du hattest doch ein Kindle. Ja, aber den nehme ich ja nie mit. Also, das ist ein Fehler, das ist so angenehm. Ja, aber der liegt halt hier irgendwo im Schub und ich habe das Handy, habe ich immer dabei, wenn ich in der Früh mit der Straßenbahn unterwegs bin oder in der U-Bahn oder sonst wo, dann kann ich da entspannt mit dem Handy lesen und muss nicht das Kindle irgendwie rumschleppen. Es ist jetzt nicht so, dass es 30 Kilo wiegt, das Teil, ne? Ja, aber es ist groß. Ja, du hast doch eine Tasche immer dabei. Nee, eben nicht. Anders als du, habe ich kein Täschchen dabei. Kein Wunder, dass du immer volles Inventar hast. Ja, ich farme halt auch in Real Life. Beringring, Simon's Orbital, da gibt's die Anaconda. Hoffe ich jetzt zumindest. Ziel wählen. So. Hallo? Weil ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, ich muss tatsächlich sagen, wenn ich im Coup, boah, bremsen, da ist ja schon die Station. Verdammt, ach verdammt. Weißt du, was ich gerade feststelle? Ich bin in diesem System jetzt, ne? Da steht unten rechts aber, feindlich. Das ist kein Problem, du kannst dann zu die Station anfliegen. Echt? Feindlich heißt nur, dass du öfters wahrscheinlich versucht wirst, rausgezogen zu werden. Aber die Polizei und so greift dich nicht an. Ach so. Aber was bringt das denn mit feindlich? Ja, du wirst öfters angegriffen. Mhm. Was mit der Diamondback übrigens sehr super ist, weil die gar nicht mal Waffensysteme hat. Ja, aber das sind ja nur NPCs, den kannst du ja relativ leicht ausweichen mit diesen Frameshift-Unterbrecher-Dingens. Ja, das stimmt. Das kann ich sehr gut mittlerweile. Weil, wo ich hier Geld gefarmt habe, das war, wie oft ich da rausgezogen wurde, ich stand irgendwas und sagte, das war so lästig. Ja gut, da hattest du aber wahrscheinlich auch ein Kopfgeld von mehreren hunderttausend. Ich glaube, am Ende hatte ich 180.000 Kopfgeld, weil, wie gesagt, einmal haben sie mich erwischt und natürlich auch gleich wieder ins Gefängnis gesteckt. Was ich sehr gut fand, dann musste ich erstmal, oh verdammt, wie komme ich jetzt wieder zurück? Und ja, dann bin ich mit meiner kleinen Viper, wollte ich dann ins Ziel springen, festgestellt, verdammt, hier sind ja nirgendwo Stationen, wo ich auftanken kann und muss eine Selbstzerstörung aktivieren, dass ich wieder an der Station
Es gibt übrigens, das habe ich letztens, ich glaube erst heute oder gestern habe ich das erfahren, es gibt eine Spielergemeinde, die Fuel Rats heißen die, also die Treibstoffratten quasi. Die haben eine Webseite, da kannst du dich, kannst du dein SOS quasi reinschreiben und du kriegst sofort dann per Chat gleich eine Antwort. Und das sind wirklich Spieler, die kommen, also die fragen dich dann, wie kritisch ist es denn, ist deine Notversorgung noch aktiv etc. Und schicken dann wirklich einen Spieler zu dir, der dir Treibstoff bringt. Das finde ich mega gut. Das ist wirklich geil. Du kannst dich da auch bewerben und so, dass du selber eine Fuel Rat sein willst und so. Kriegst dann auch irgendwelche Belobigungen und so, wenn du oft genug Spieler da hilfst. Es ist total witzig. Das ist so quasi der ADAC des Weltalls. Das finde ich echt geil. Die Frage ist halt bloß, du kannst den Leuten kein Geld oder irgendwas geben oder keine Credits, ne? Nee, das nicht. Aber da geht es halt einfach nur um die Prestige. Ja, und also um den Prestige auch tatsächlich. Und die Entwickler haben das auch schon honoriert, meines Wissens nach. Also da gibt es dann halt extra eigene Wappen und Logos etc. Und das ist halt, die kriegen dann halt so quasi die Anerkennung von den Entwicklern. Okay, das ist aber schon geil. Könntest du bitte mal landen? Ich habe mal vergessen, mein Fahrwerk auszufahren. Na, also geht doch. So, hallo Anna. Ich komme. Endlich, Zirconium. So, ich habe übrigens was festgestellt, als ich diese Drohnen immer kaputt gemacht habe, die lassen ja auch aber noch was droppen. Ich habe dann das Zeug eingesammelt. Keine Ahnung, ob man es braucht, aber ich habe da einiges davon eingesammelt. So, Werft. Nein, du bist billig. Weg. Sidewinder. Nein. Hauler, nein. Viper, nein. Cobra, nein. Viper, nein. Diamondback, nein. Type 6 Transporter, nein. Python, nein. Anaconda! Hallo, meine Schöne. 124 Millionen kostet die. Lecco Mio. 2 Multicrew-Sitze zusätzlich. Masse, Rumpf, Schilde, Panzerung geht nach oben. Frachtkapazität geht nach oben, aber der Sprung geht leider komplett nach unten. So, ich würde sagen, Anaconda, Kaufoptionen, aktuelles Schiff, einlagern, Kosten für neues Schiff, 124 Millionen. Ja, bitte. Oh Mann. Ich bin sehr gespannt, wie ich mit der Anaconda klarkomme. Ich bin jetzt einfach gespannt, wie du da die so überhaupt findest. Hat schon mal ein schönes Cockpit. Sieht wirklich so aus, als würden wir uns auf dem Kommandostand von so einem Sternzerstörer sehen und schaust dann praktisch runter. Ja, es hat eine ziemlich große Scheibe. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ja, das sieht echt geil aus. Aber weißt du, was mir fehlt? Hat sie vielleicht auch. Mir fehlt da vorne, müssten auf diesen Rumpf noch 10.000 Geschütze einfach drauf. Ja, da wirst du dich freuen. So, Sternenhafendienste. Also, Lackierung. Machen wir das mal. Erstmal hier. Ich hätte gerne die Celeste. Die sieht so rundgelutscht aus irgendwie. Was? Die Anaconda. Ich musste dieses Schiffpack kaufen auf jeden Fall. So. Das hier wollte ich übrigens, das rote hier, das wollte ich mir holen. Dass das so rot aussieht, das sieht sensationell aus. Der Cooper meinte nur, mach's noch nicht, weil du wirst erstmal Ding und so. Solltest du dir erstmal angucken. So. Schiffsnamen eingeben. Ich habe keine Ahnung. So, USS Enterprise. Nein. Der Hepi ist zum Glück immer ziemlich kreativ mit Namen. Das stimmt. Namen sind mein absolutes Ding, muss ich sagen. Gameplay of the Year. Schaut den Hepi 5 Minuten lang zu, wie er auf ein Menü guckt und Achievement unlocked. Stamina. Genau. Und wie heißt es? Stamina ist das, oder? Ausdauer, ja. So, mir fällt es gar nicht auf. Wie hieß das aus? Ach, warte mal. Oh, mir fällt gerade ein Name nicht ein. Und zwar, das ist mal zur Abwechslung nichts aus Star Trek, sondern wie hießen die Schiffe? Es gab ein Schiff, das kam mir letztens in den Sinn, weil ich deine Kanonen auch gesehen habe.
Und dann musste ich sofort dran denken. Oh, wie heißt dieses Schiff? Verdammt! Ich muss das mal eben googeln, Sekunde. Das ist mega spannend gerade, dass ich mir zuguckt, wie ich gerade auf diesem Menüpunkt bin und einfach USS steht. Hätte ich vorher mal gucken können, ich weiß. Aber wie hieß denn das Schiff? Verdammt, 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 verdammt. Mir sagt man schlechte Vorbereitung nach. Nee, nee, nee. Das stimmt. Ah, hier haben wir ihn. So, wie Nee. Ach verdammt, wie heißt dieses blöde Schiff? Was denn? Warte mal, wenn ich das gleich sehe, das weißt du nicht, weil du hast die Serie nicht gesehen. Wie heißt das? Wenn ich den Namen jetzt gleich rausfinde, wird das mega lustig. Aber, Boah, ist das ätzend, das nervt mich gerade ultra. Kennst du das, wenn du irgendwie, wenn du dieses Schiff vor dir hast und einfach diesen verdammten Namen nicht weißt? Ja, wenn du doch die Serie weißt und alles, dann kannst du doch so, was, wo hängt's denn? Ja, weil das war nur eine Nebenrolle, das Schiff, aber das hat dann so einen coolen Namen gehabt. Also ich fand den Namen lustig. Beziehungsweise, was heißt lustig, der war einfach nur mega gut. Es tut mir sehr leid, Leute, es tut mir leid. Ich, in der Zwischenzeit pflege ich mal was anderes hier schon mal. Ich versuche das mal parallel alles zu machen. Oh. So. ID. Ja, das müssen wir auch noch machen. Anaconda. Jawohl. Mach ich das so? Ich mach das so. Heißt dann, muss ich vielleicht eh noch ändern dann. So, Namensschild. Zack, Schiffs-ID. Dann nehmen wir das. Ich finde das Weiß immer so schön hier. Zack, dann brauchen wir Folie vorne. Ich nehme wieder meinen tollen Totenkopf. Meinen Spinnentotenkopf. Das finde ich sehr gut. Ich finde, das passt zu mir. Ach, das sind die Spoiler. Genau, da kann man das Schiff jetzt dann noch ein bisschen modifizieren. Oh, das sieht ja geil aus. Ich kann da so komische Dinger dran machen. Das sieht mega bescheuert aus, wenn du das so... Das ist aus wie so angeklebt. Als wären da so Wrackteile dran geklebt, dann so Dornen. Ach so, ja, das Raider-Paket. Ach ja, Raider-Spoiler steht hier, ja. Sensationell. Das, da gibt es dann auch den passenden Lack, da sieht dein Chef total verrostet und so aus. Das ist eigentlich ganz lustig dann. Ja, stimmt, das habe ich im Store gesehen, ja. So, Waffenverzierung. Nehme ich meine gelben Phaser. Antriebsverzierung, meine roten Triebwerke natürlich. Wieso eigentlich rote Triebwerke? Wie bist du da drauf gekommen? Kein Schiff in Star Trek hat doch rote Antriebe, oder? Ich mag die Farbe rot einfach. Aber du machst alles nur Star Trek. Ja, darum habe ich ja auch die gelben Laser. Aber Antriebe hättest du dann auch noch irgendwie blau nehmen müssen oder so. Nee, das fand ich irgendwie... Weiß ich nicht, das hat nicht so sexy ausgeguckt, fand ich. Aha. Ich finde dieses verdammte Schiff nicht, diesen verdammten Namen nicht. Ich kenne die Serie wirklich nicht, oder was? Du kennst so Babylon 5 nicht, du kennst die Serie Babylon 5 nicht. Ach so, stimmt, ja. Das wäre mir neu. Das stimmt dann wohl. Das ist doch unfassbar. Vor allem steht in dieser Zusammenfassung steht's auch nicht da, weil ich hab den Captain hier, weil das weiß ich noch, aber ich weiß nicht. Aber ich weiß den Namen einfach nicht. Ich finde es nicht. Das ist total bescheuert. So. Ach, hier ist es. Da ist es. So, jetzt passt auf. Wird keiner kennen.
So, jetzt passt auf. Das USS erfinde ich mal dazu. Agamemnon. Was? Agamemnon. Das war das Schiff. Mal gucken, wer das kennt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer dieses Schiff hier kennt. Ich fand das mega cool. Kam mir letztens dann erst. Wieso ist das cool? Weil ich so an dein Schiff dran denken musste. Du hast diese riesigen Kanone noch oben drauf. Und die Lackierung. Achso, habe ich ja nichts. Und die Schiffe der Erdstreitkräfte Babylon 5, die haben so, sind so riesige Schiffe mit so Drehkreiseln dran. Die haben vorne dann vier so Dinge, wo sie so Laser rausfeuern. Und das geht so ein bisschen so, wumm. Da musst du immer an dein Schiff denken dann. Mit den zwei Kanonen, du stehst einfach da und wumm, voller feuerst einfach raus. Da muss ich dran denken. Aber dein Schiff hat die Kanone frei unten. Ja, das ist wurscht. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, passt das hier noch? So, 5 Minuten sucht er wegen diesem beschissenen Namen. Meinte mir, wäre das eingefallen. So, Ausrüstung. Mal gucken, was hier Schönes gibt. So, Aufhängungen. Riesige Aufhängung. Leer. Quantentorpedowerfer. So. Was würdest du empfehlen? Impulslaser oder was würdest du empfehlen? Das ist jetzt halt echt einfach nur persönliche Vorliebe. Also irgendwas, womit ich nicht zielen muss, weil ich glaube, mit dem Schiff zu zielen ist, glaube ich, noch schwerer. Ja, wobei die riesige Kanone wird gerne verwendet, um Strahlenlaser. Also, ja, ich habe auf meine riesige Kanone 2 Strahlenlaser drauf, aber die sind aber kardanisch auch, ne? Ja, genau, aber das ist halt auch ein anderer, also was einige machen bei der Anaconda ist, auf den riesige Aufhängung halt irgendwie so ein Plasma-Ding drauf zu hauen oder irgendwie sowas. Und aber fix, weil das dann einfach immer nur abgefeuert wird, wenn du quasi den genau im Visier hast und dann aber halt maximalen Schaden machen willst. Also, aber du kannst machen, was du willst. Also du kannst auch ein kardanisches drauf. Ich kann auch einen Plasma-Beschleuniger kaufen, gibt's auch 4A, hier gibt's beides. Wie du willst, also du musst halt Plasma-Beschleuniger, kennst du jetzt mittlerweile von dem. Ach, das sind die, was du hattest, ne? Wo ich überhitzt bin immer dann. Genau. Schön, also ich soll was kaufen, was mein Schiff überhitzen wird. Ja, deine Hauptschaden wirst du über deine ganzen anderen Kanonen machen. Und deine riesige Aufhängung verwendest du dann halt immer nur, wenn du quasi richtig Parapum machen willst. Okay, warte mal, 31,3 Schaden pro Sekunde. Und was machen die Strahlenlaser? Gibt es hier auch 4A hier? 32,7 Schaden pro Sekunde. Beim Strahlenlaser hast du halt das Problem, die verfressen halt sau viel Energie. Also hier brauche ich 14,05 Megawatt und hier 14,11. Nee, ich meine Energie beim Feuern, also der... Ach so. Sehe ich das irgendwo? Ach hier, Energiebedarf. 2,63 Megawatt. So. Und der hier 2,57 Megawatt. Naja gut, dann nimmt sie es wohl doch nicht so viel. Ja gut, naja doch, du musst es ja halt immer bedenken, dass der Strahlenlaser... Ja, der Plasmabeschleuniger braucht mehr. Ja, aber der Strahlenlaser braucht es kontinuierlich. Beim Plasmabeschleuniger schießt er ja nur alle 3 Sekunden oder so. Ach so. Ja, das stimmt. Es gibt auch Leute, die nehmen eine Kanone zum Beispiel, also diese, wenn du dann nur kinetisch machen willst, das ist eigentlich auch ganz lustig. Wenn du mit der Kanone ein kleines Schiff triffst, zerspratzelt sofort, egal ob Schild da war oder nicht. Das ist Mehrfachgeschütz oder wie, oder? Was meinst du? Nee, es gibt wirklich eine Kanone irgendwie, heißt das. Mehrfachgeschütz ist auch das, was viele machen, also... Ach hier, Kanone, aber da gibt's nur bis 3C hier. Also mach, was dir am liebsten ist. Plasma und Kanone. Ich kann es hier umbauen, oder? Ja, du hast doch genug. Also, du kannst auch vor allem kaufen und es dann einlagern. Dann musst du es nicht nochmal kaufen. Ja, das stimmt. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt Sachen einlagere, die lagere ich hier in der Station dann ein? Liefern die das dann auch oder wie läuft das dann? Ja, kannst du ja auch liefern. Okay. Ich mach's mal in den Plasma-Beschleuniger. Ich probiere es einfach mal. Ist ja. Auf alle anderen Kanonen kannst du theoretisch jetzt halt Geschütze machen, also nicht kardanisch sogar, sondern Türme oder so, oder wie du willst. Kannst jetzt halt drum probieren. So, dann schauen wir mal, Strahlenlaser. Was ist jetzt besser, Pulslaser oder Strahlenlaser? Was ist denn besser?
Ja, Pulslaser ist, ach, das ist eine ewige Diskussion. Je nachdem, wen du fragst, da kriegst du eine unterschiedliche Antwort. Finde ich gut. Strahlenlaser macht halt irgendwie mehr Schaden, aber verbraucht halt auch viel mehr Energie und erzeugt viel mehr Hitze. Pulslaser, keine Ahnung, wenn du das upgradest mit dem Ingenieur, macht das auch ganz schön viel Schaden, also. Ich nehme einfach mal das Strahlenlaser und schau, was passiert. Ja, das wirst du dann schon feststellen. Also, bei den großen Schiffen ist es eigentlich ganz cool, wenn du nicht so viel Waffenenergie brauchst, weil dann kannst du immer ein paar Punkte auf deine Systeme lassen und dann kommen die Gegner halt nie durch deine Schilde durch. Okay. Wenn du gar keinen Punkt auf deine Systeme hast, dann bringt dir auch das größte Schild nichts. Das kriegen sie dann doch trotzdem relativ schnell weg. Okay. Also wie gesagt, ich spiele jetzt ein bisschen rum. Wenn ihr Tipps habt, auch gerne geben. So, Kardanisch. Jawohl, ich brauche die Kardanischen. Also wie gesagt, das kann man noch ein bisschen optimieren alles dann. Also da ist ja noch oben alles offen. Du kannst jetzt aber auch Türme nehmen, ne? Also du naja, mach deine Erfahrungen. Aber die Anaconda wird jetzt nicht mehr so wendig sein und du wirst wahrscheinlich erstmal am Anfang die nicht immer ins Visier bekommen. Ja, aber sind dann nicht die Kardanischen besser? Ja, die Türme sind die, die dann immer automatisch schießen. Das hatte ich doch bei meiner Python, die zwei. Da ist es nämlich egal, ob er hinter dir, drüber dir, unter dir ist. Also die Türme sind beweglicher, die schießen auch nach hinten und so. Aber machen die ja vorhin die auch automatisch dann drauf aufs Ziel, oder? Ja, sobald sie es im Visier haben, feuern sie. Und deswegen ist auch wichtig, wo du gerade, also welche Aufhängung du gerade bist. Bist du auf der Oberseite deines Schiffs oder auf der Unterseite? Du musst jetzt halt alles berücksichtigen. Okay, die Unterseite ist wahrscheinlich dann, wenn ich alles auf Türme mache, ist doch dann eigentlich auch wurscht, oder? Weil dann habe ich doch 360 Grad mehr oder weniger, richtig? Ja, das ist richtig. Also mehr oder weniger. Dann mache ich doch nur Türme, oder? Kannst du machen. Das ist so mehr oder weniger das auch das Entspannteste dann. Und die riesige Kanone kannst du dann halt immer nehmen, wenn du den doch immer im Visier hast. Okay, Turm gibt's hier 20,3 Schaden pro Sekunde, 14,4 Schaden pro Sekunde. Okay, es ist aber jetzt der 3D, nicht der 3C. Oh, jetzt geht's halt los, ich muss halt die ganzen Sachen dann finden. Kostet auch nur ganz entspannt 60 Millionen. Wenn du Turm und 3 hast, da gibt's kein A, B oder sowas. Also, ach so. Turm, da sind die Buchstaben egal. Okay. Bei der Aufhängung. Dann nehme ich 3D. So, mache ich zwar weniger Schaden, aber dann ist halt entspannter. So, austauschen. Zack. Ach, das sind die oben jetzt. Okay. So, Strahlenlaser auf dem Turm. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der ausguckt. Das ist geil, wie die... Ach, jetzt weiß ich, was du meintest mit... Stimmt, da fallen die Kanonen dann aus. Die siehst du oben, ja. Ach, das ist ja geil mit dem Turm jetzt. Das ist ja wirklich geil. Das ist ein Turm. Das ist ja wirklich geil. Der fährt halt wirklich so aus dann. Das ist echt mega cool. So, Strahlenlaser. Hier, Turm. Kaufoptionen. So, altes Modul tauschen. So, kann ich die Animation eigentlich abbrechen? Nee, ne? Nee, die muss man immer angucken, ja. Er lädt hier oben auch gerade irgendwie zum Kreisel. So, oh, ich bin so gespannt, wie das wird mit diesem Schiff. Ich werde so auf die Fresse kriegen. Ja, du wirst erstmal nicht aus der Station kommen, das weiß ich jetzt schon. Ach, das ist cool. Ich habe da unten auch einen Turm jetzt. Okay, jetzt habe ich überall einen Turm. Die Frage ist, kann der an der Höhle vorbeischießen? Wenn man seitlich ist, dann schießen die oberen Türme wahrscheinlich. Hallo. Diese Kanonen da unten sehen aber auch mega geil aus. Was hatte ich jetzt da unten eigentlich? Plasmabeschleuniger. Ach, der Plasmabeschleuniger war das, genau. Gibt es da einen Turm? Nee, vom Plasmabeschleuniger gibt es keinen Turm. Nee, lass die riesige Waffe auf jeden Fall fix oder halt kardanisch maximal, aber... Okay. Was war die? Ach ja, die war fest, die große. Genau. Also fest macht auch am meisten Sinn. Weil kardanisch macht keinen Sinn, die ist so weit hinten. Das heißt, der muss ja unter... Also die Kanone ist ja unten, das heißt, du siehst den Gegner ja nicht einmal. Ja. Okay, was haben wir hier noch? Mittlere Aufhängung. Was kann ich hier noch reinballern? Ach was, ich kann hier noch... Wie viele Waffen hat denn das Schiff? Ob 9 oder 7? Weißt du, ich denke mir so gerade, warum wird das Schiff eigentlich unbewaffnet ausgeliefert, weißt du? Da unten sind zwei Mini-Fuzzi-Impulslaser. Leckst du mich am Arsch? Also bewaffnet ist das Schiff schon extrem. Ja, du hast einen Schlachtkreuzer jetzt. Das ist,
Du wirst es gleich merken. Du siehst es ja auch, wenn du ja aus dem Cockpit rausschaust. Siehst ja jetzt auch dein Schiff. So. Das ist ja wirklich die... Sehe ich eigentlich irgendwo die gesamte Hitzeentwicklung? Sehe ich die irgendwo? Nee, das ist alles, das siehst du dann, wenn du das mal benutzt. Also wenn ich praktisch jetzt alles auf Türme mache, ja, und alles Strahlenlaser mache, dann werde ich 100 pro überhitzen. Kann das sein? Kann passieren. Muss halt mal gucken dann. Weißt du, fliegst du erstmal, einmal feuerst du einmal los und dann puff, das Schiff geht in Flammen auf. Du solltest schon mal gucken, wo du schnell die Kanonen wieder deaktivieren kannst, weil sonst grillst dich und du kannst nicht mal was dagegen machen. Weißt du, vor allem mit den Türmen, weißt du, irgendwas im Ziel feuert einfach drauf bis zum Umfang. So, ja, okay. Ja, vor allem, so. Die hören nicht auf zu feuern, ne? Solange der nicht kaputt naja. Ist. Machen Torpedos Sinn? Nee, ne? Nee. So, jetzt habe ich noch Stufe 1. Da könnte ich doch, eigentlich könnte ich doch da als Kanone nehmen, oder? Kannste. Kanonen. Da gibt's doch hier bestimmt Karten. Ach nee, gibt's auch als Turm. Dann nehme ich die. Nee, Kanonen. Aber mach Multikanonen, wenn dann. Nee, gibt's also bei Stufe 1 ja nicht. Multikanonen Stufe 1 müsste, glaube ich, geben. Ah, die gibt's bloß hier nicht. Schienenkanone gibt's noch. Die ist klump. Also Stufe 1 Kanone bringt 0. Also da hast du nur Frust damit, weil... Munition leer geschossen wird. Ja, und die Kugeln fliegen mega langsam und er schießt auch mega lang. Also das bringt nichts. Dann lieber Multikanonen. Dass wenn der Gegner kein Schild mehr hat, dass du dann noch ein bisschen was... Okay. ...Nietisches hast. Okay, dann machen wir da erstmal den... Austauschen. Dann machen wir erstmal den Laser als Turm. Die normalen Laser mit als Turm drauf und also die Impulslaser. Und dann tauschen wir die aus gegen Multilaser. Müssen wir mal gucken. Dann Salvenlaser. Kardanisch. Nein, zurück. Zurück. Wo bin ich jetzt hier? Das will ich austauschen. So. Also, willkommen bei Happy Shop. Dem neuen Format hier auf diesem Kanal. Das ist sehr spannend. Ich muss sagen, das Coole ist, wenn du so viel Geld hast, dann juckt es dich relativ wenig, wenn du Sachen kaufst. Ja, ich finde auch, das Spiel gewinnt nochmal eine ganz andere Spielqualität, wenn man sich um Geld keine Sorgen mehr machen muss, weil da kannst du auf einmal anfangen, so richtig Spaß zu haben. So, Kraftwerk 8A kostet 100 Millionen. Schön. Ich baue mal das beste Kraftwerk. Ja genau, kauf nur A-Dinger jetzt, also kauf gar nichts mit B. So. Und immer das Maximum, also... So, haben wir Schubdüsen. Was gibt's hier Schönes? Schubdüsen 7A, 43 Millionen. Kaufen. Frameshift-Antrieb. Was gibt's hier? Ich habe einen Glücksgriff mit der Station getroffen. 6A. Kaufen. Ist es immer das Größte? Also, was auch in dein Schiff geht? Ja, ja. Nicht, dass du so. In 6A nimmst, aber eigentlich 7 gehen würde oder so? Nee, da achte ich schon drauf. Ich hab Kraftwerk, kann ich 8 reinbauen. Schubdüsen 7 und Frameshift 6. Das habe ich jetzt schon das Größte reingebaut. So, Lebenshaltungssystem gibt's keins. Gibt's hier nicht. Energieverteiler gibt's. Lebenserhaltung solltest du ED nehmen dann. Also da gehst du einfach auf leicht Gewicht. Okay, das haben sie gar nicht. So, Energieverteiler gibt's hier bloß B. Ja, das ist dann nicht so. Sensoren, was gibt's hier? 8A Sensoren. Zack. Nee, da würde ich auch D nehmen. Da, bei Sensoren sind nicht so wichtig, da kannst du auf Gewicht gehen auch. Also Gewichtseinsparung. Dann nehme ich die D, die gibt's auch hier. So. Treibstofftank, was gibt's hier? Den kannst du eh nie ändern. Echt, geht es nicht? Du kannst ihn nur kleiner machen, aber das würde ich niemals tun. Nein, ich hätte eher lieber einen größeren Treibstofftank. Ja. So, okay, also ich brauche einen Energieverteiler und ich brauche Lebenserhaltungssystem. Oder warte mal. Nee, Lebenserhaltungssystem haben die hier gar nicht. So, intern, optional. Ich brauche auf jeden Fall Frachtgestell. Nee, warte mal, mach mal auf. Was ist denn dein größtes? Ich glaube 7, oder? 7 ist das größte, ja. Schau mal, ob die Fighter-Hangars haben. So, Lande-Fighter-Hangar, jawohl. Haben sie da. Was ist denn da das größte? 7D haben sie. Ja, ich glaube, das müsste der sein. Steht da, dass er 2 Fighter? Fahrzeugslots 2, ja. Ja, genau. Also den würde ich als allererstes mir holen. Okay. So.
Was war da ist drin? Ist das Frachtgestell, ist da drin? Das tauschen wir aus. Wurscht, brauchen wir nicht. So, Fighter Slot 1 leer. Was hattest du jetzt für welche? Die Condors. Also, einmal eine Condor, das mit den Multikanonen, glaube ich, heißt, ne? Das war das, was du zuerst geflogen bist. Starre Impulslaser, Plasma, Kardanisch, starres Mehrfachgeschütz. Ja, ich glaube Type F oder so hieß es. Rogue F. Fighter oder Rogue F, Rogue ja. F. Ja, genau, den okay, hatte ich. Kauf mal den. Und Fighter Slot 2, das waren die Type Pans, hattest du da, glaube ich, ne? Genau, und da den Plasma beschleunigt. Aber du kannst da nehmen, was du willst. Also. Starrer Plasma Laser, hier, nehmen wir den. Zack. So, dann brauche ich noch eine Pilotin, die auch noch, ne? Ja, das kannst du dann danach alles noch machen, ja. Okay, Frachtgestell, Schildgenerator. Was haben wir da Schönes? Schildgenerator, Schilde. Schilde! Ich brauche Schilde! Ich weiß nicht, wie viele 7 Slots du hast, also. Nur einen. Okay, also 6er Schild dann, ja, das passt. Toll, die haben bloß 3er Schilde hier. Nein! Das ist mir zu schwach. Was du auch noch schauen kannst, ist Treibstoffsammler, ne, auf den 6er Slot zu hauen. Naja, den will ich da auf jeden Fall drauf ballern. Einen habe ich hier noch frei, Moment, Modul verstärken, Landecomputer. Sammeldrohnen, hier Treibstoffsammler, was haben die da? 3A haben sie den besten. Ja, gut, nee. Aber für den Anfang gar nicht mal schlecht, wenn ich jetzt ein bisschen jumpen will, oder? Nee. Wenn ich reisen muss. nee. 3A bei einer Anaconda, da bist du 10.000 Jahre da. Okay, na gut. Du wirst nicht so weit reisen müssen, dass du dann zum nächsten. Okay. Was brauche ich noch? Frachtgestelle? Macht das Sinn, ja, oder? Ja, aber das ist nur so Lückenfüller. Also. Brauchen tust du eigentlich, oder? Militär in dem Bereich, was ist das denn? Da kannst du Schildverstärkung und sowas. Was mache ich da? Schildzellenbänke oder was mache ich da? Wie du willst. Du kannst Rumpfhülle verstärken, du kannst Schilde verstärken. Ich habe hier eine 5B Schildzellenbank. Ja, also Schildzellenbänke ist das Ding, was ich manchmal gezündet habe, um die Schilde wieder schnell aufzuladen. Ist das sinnig oder nicht? Das musst du selber beurteilen. Wenn du jetzt halt die ausrüstest, wird es erstmal Energie kosten etc. Aber wenn du weißt, du machst jetzt erstmal die nächste Zeit eh kein PvP oder also halt kein Kopfgeldjagen oder so, dann brauchst du es nicht unbedingt. Aber also wenn, dann würde ich eh. Also ich habe in meiner Corvette 6er Schildzellenbänke drin. Okay. Okay, Frachtgestell hast du wahrscheinlich gar nicht dann drin, oder? So ein 4. Doch, auch so ein bisschen. Also, ich habe ja. Diese großen Schiffe haben einfach viel zu viele optionale Slots. Da sind oft die ganzen, die ich nichts brauche. Habe ich halt ein bisschen Frachtgestell drauf gemacht. Also, ich habe 3 Sechserplätze. Auf dem einen ist der Schildgenerator, einmal Frachtgestell und einmal leer. Ja, dann so. Nimmst du da dann noch den Treibstoffsammler. Also, einen 6er Treibstoffsammler brauchst du definitiv. Okay, gibt's hier ein besseres Frachtgestell? 6E gibt's hier. Du kannst unten dann mal auf jeden Fall auch schon mal deinen Fahrzeughangar, den brauchst du auch auf jeden Fall. Jo, Aufklärungsscanner, Frachtgestell. Da reicht doch auf dem Fahrzeughangar reicht doch ein 2er, oder? Den kleinsten, nee. Ja, hast du überhaupt 2er-Slot? Ein 2er-Slot habe ich, ja. Ich habe einen 1er-Slot für die Planetenanflugsuit. Ja, das ist immer, aber. Dann nehme ich ja, das. Dann nimm. So, Planetenfahrzeughangars. Also wenn du, je größer du nimmst... Ach, das ist cool. Hier mal 1E. Frachtkapazität 2. Hä, ach nee. Ach, das ist Frachtgestell. Sorry. Dann ist 2H, ne? Weil das weniger Energie braucht, richtig? Ja, wobei Energie bei dir jetzt wahrscheinlich keine Rolle spielt. Nee, nicht wirklich. Die was Masse. Ach, der 2G. Der 2G ist leichter. Ich nehme einen 2G, der ist leichter. Genau, du kannst aber theoretisch auch, wenn du jetzt einen größeren Fahrzeughangar nehmen willst, hast du halt 2 Fahrzeuge. Das heißt, wenn dir einer kaputt geht, kannst du gleich mit dem zweiten spawnen. Ja, aber da habe ich keinen. Ja, muss auch nicht sein. Also Planetenfahrzeughangar gibt es 2 und da hast du bloß immer, da hast du immer nur ein Fahrzeug drin. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel auf einen, keine Ahnung, einen freien 4er-Slot nimmst oder 5er-Slot, ich weiß nicht, was du noch frei hast. Ein 4er dich frei. Ach so, da kann ich auch, kann ich mir Dinger rein tun. Da gibt es ja größere theoretisch. Ach, ich stimmt, weiß nicht, hier. Ja, stimmt. Planetenfahrzeug kann ich 2 Fahrzeuge drin haben. Gut, nehme ich den. So, den brauchst du auf jeden Fall. Dann kann ich den 2er kann ich dann verkaufen, den brauche ich dann nicht mehr. Ist übrigens toll, dass er den Scarab, den verkauft er dann auch gleich mit.
Ja, das Witzige ist, du hättest auch den Zweier behalten können, dann hättest du drei Fahrzeuge immer dabei. Das geht nämlich auch, du kannst die auch stapeln. Ja, okay, aber das ist dann Quatsch, oder? Ja. Aber wir können da mal testen, weil du hast das, glaube ich, nicht drin, oder? Zwei Scarab-Buchten, oder? Nee, es geht aber nicht. Ich habe das schon dann an einem Abend noch gegoogelt. Verdammt, das wäre schon geil, wenn wir zu zweit mit den Autos, weißt du? Multi, so, wir machen jetzt eine kleine Spritztour mit Scarabs. Ja, das stimmt. Haben die Entwickler mitgedacht. Schade. Ich habe so viel Platz hier gerade noch. Ich habe zwei Fünferbereiche habe ich frei, einen Sechser frei, einen Vierer frei. Ja, bei den Optionalen musst du auch nicht unbedingt alles vollkriegen. So, schauen wir mal, Lackierung. Ach so, ja. Ach so, das passt ganz gut. Die F63 Condor, warte mal, kann ich die auch? Kannst auch lackieren, ja. So, erstmal die... ach geil, da kann man ja auch die Packs hier kaufen und die die kann man ja auch umkrempeln vom Design. Ja, ja, ja. Partnerlook und so mit deinem Mutterschiff. Der Gladiator Blau sieht geil aus. Sieht aus wie so ein Zylonenjäger aus Battlestar Galactica. Alter, ohne Mist, das Spiel wird mich arm machen. Weißt du, ich der immer sagt so, nein, Microtransaction-Spiel, nein, 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 Elite Dangerous, kaufen, 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 kaufen. Ja, genau. Oh Mann, so, sehr schön. Waffenverzierung, Antriebsverzierung machen wir alles. Beim Taipan machen wir das Gleiche. Dann nehmen wir auch die Celeste natürlich. Kriegst du dann eigentlich meine Stimme von dem Computer, wenn du meinen Fighter steuerst, oder? Ich glaub schon, du hattest ja auch meinen Jarvis, oder? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich hatte meine Standard-Dingens. Nee, du hast irgendwie das kommentiert, dass der wirklich so klingt wie Jarvis und sowas, so bei mir auf dem Schiff warst. Ja, ja, aber auf deinem Schiff habe ich ihn gehört, aber ich habe den, der Bordcomputer, glaube ich, war ganz normal die, nicht, der Standard-Dingens, glaube ich, war das. Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht. So, meine beiden Scarabs hier auch alle schön. Ich könnte einen Scarab mit Celeste machen und einen mit Jarvis. Ja, kannst du machen. Das wäre ganz lustig, dann können die sich unterhalten dann immer im Hangar. So, überall meinen Totenkopf drauf, finde ich sehr gut. Und natürlich meine Phaserbänke. So, sehr schön. Schiff Anaconda. Alter, das ist echt krass. Ich habe jetzt echt fünf Dinger hier und das ist alles voll. Finde ich gut, muss ich sagen. Geil. So, was eingelagerte Module. Gibt es sonst noch was? Aufhängungen. Das habe ich jetzt alles gemacht. Dann muss ich die hier unten noch updaten. Alter, das wird so. Werkzeugsteckplätze. Brauche ich da irgendwas? Hast du jetzt eine Schildzellenbank genommen? Nee, noch nicht. Weil du gesagt hast, weißt du nicht. Ich kann den einen... Ja, dann brauchst du... musst halt mal schauen, was so da ist. Da gibt's manchmal... Achso, die Schildzellenbank war hier Militärinnenbereich. Ich habe ja nur einen Militärinnenbereich. Das heißt, ich kann ja bloß eine Schildzelle drauf tun. Gibt's ja bloß 5B. Ja, du kannst Schildzellenbänke auch in normale Slots reinmachen. Also du könntest auch eine 6er Schildzellenbank theoretisch nehmen. Echt? Nee, die gab's ja gar nicht. Wenn ich auf den 6er Bereich gehe, warte mal. Ach doch, hier, Schildzellenbänke. Da gäbe es auch 6B hier. Ja. Energietechnisch würde es mich nicht jucken. Ja, das eh nicht, aber musst du wissen. Also, ich sag's mal so, wenn du eine Schildzellenbank in deinem Schiff hast, dann brauchst du einen Kühlkörperwerfer auch als Werkzeugsteckplatz. Ach, damit ich mich wieder runterkühlen kann, oder wie war ich sonst über Hitze, oder was? Ja, aber vielleicht macht das eh Sinn, weil du hast jetzt irgendeine so eine Waffenkonfiguration, wo du nicht sicher bist, ob die so funktioniert, dann... Ja. Okay, dann kaufen wir die Schildzellenbank auf dem 6er Platz. So, und dann Werkzeugsteckplätze. Shop durchsuchen. Düppelwerfer bräuchte ich wahrscheinlich, oder? Na, auf keinen Fall. Das Schiff ist so groß, da juckt der Düppelwerfer nicht mehr. So, Wolkenscanner wäre mal geil, oder? Ja, wenn du das... Also, nee. Nein. Nicht? Bei deinem Schiff macht es keinen Sinn. Das machst du lieber auf dem... Tötungsbefehlsscanner brauche ich aber. Ja, da weiß ich auch nicht mehr sicher, ob die... Da habe ich irgendwas gelesen, dass sie das vermeintlich irgendwie gepatcht haben oder eigentlich gar nichts mehr bringt. Kann aber sein, dass das nochmal... Ich weiß nicht. Ich nehme einfach mal den E, ist ja wurscht, kostet ja nichts. Was du brauchst, ist eher... Kühlkörper. Schild... Ja, Kühlkörperwerfer, den auf jeden Fall. Und, Kühlkörperabwurf. So, I. Ich wusste gar nicht, dass es einen Buchstaben I gibt. Ja, das ist für alles, was keine Eigenklassifizierung hat. Okay, bräuchte ich da einen oder mehrere? Einen. Okay. Und dann machen wir noch Schildbooster. Genau, das ist das. A oder? Ja, ja.
So, nehmen wir Schildbooster A. So, jetzt habe ich immer noch... ach so. Eins, zwei, nee. Drei... Ich habe immer nur 5 Plätze frei. Ja, ja, alles Schildbooster. Ach, überall Schildbooster dran, oder was? Ja, ja. Was machen die dann? 25% mehr Schilde. Pro Booster. Muss ich den aktivieren, oder...? Nee, nee, passiv. Per Default aktiviert. Ja. Okay. Warum habe ich dir mein anderes Schiff nicht reingeballert? Ja, auch nicht. Da hattest du nicht so viel Platz. Da hattest du einen Tönungsbefehlscanner und... Ja, aber ich hatte trotzdem noch genügend Platz frei, glaube ich. Ja, hättest du mal machen sollen. So, wäre ich nicht so oft abgeschossen worden. So, Schildbooster, Schildbooster, Schildbooster. Halt jetzt auch einen Platz frei. Mann, 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 Mann. Schildbooster. Ah. Oh. Meine Energie wird etwas knapp. Ja, die fressen Energie, deswegen... Also ich bin jetzt bei 35,65 Megawatt, wenn die ganzen Waffen ausgefahren sind, und 36 Megawatt habe ich. Ja, du wirst deswegen langsam mit Ingenieuren Vorlieb nehmen müssen, die dir das alles noch ein bisschen besser machen dann. Ich merke, das bringt die Energieverteiler da nicht was? Naja, der Energieverteiler macht nur, dass du länger und so schießen kannst, also dass die drei Balken unten rechts halt größer sind. Okay, also ich bin jetzt mit Schildboostern bin ich jetzt voll. Die fressen ganz schön viel Energie. Ja, 25% mehr Schilde ist auch nicht ganz ohne. Was? In Star Trek heißt es einfach Warp-Energie auf Schilde, dann geht das schon irgendwie. Ja, ja, genau. So, okay, ich glaube, dann habe ich es jetzt erstmal, oder? Werkzeugsteckplätze ist alles voll. Tötungsbefehlsscanner, Kühlkörperabwurf habe ich. Ich weiß nicht mehr, ob da auf dem Stream Deck eine Taste hinterlegt ist dafür. Schildgenerator, Schildzellenbank. Ja, du brauchst doch noch einen Schildgenerator. Ich hab doch einen Schildgenerator. Nein, ich meine einen A-Generator. Achso, ja. Mal, so, wie finde ich das am sinnvollsten raus? Ja, auf Inara. Ja, ja, aber was gebe ich da ein? Schildgenerator, gehst, oder was? Nee, du gehst auf Outfitting links und dann gibst du rechts in das. Ich weiß nicht, ob du da immer hin navigieren musst. Auf jeden Fall in die Suche gibst du einen Schild-Generator und dann halt in Klammer müsste dann eh schon dir vorschlagen, welchen Buchstaben. So, Schild-Generator. So 6a wahrscheinlich. B-Wave. Den B-Wellen oder den normalen? Prismatic-Shield gibt's hier noch. Ja, der prismatische ist das, was du für Duval ja die Treue schwörst und noch machen musst und so. Also den hast du jetzt erstmal noch nicht. Okay, dann gibt's den normalen Schild-Generator hier, 6a. So, suchen. Wo gibt's den? 107 Lichtjahre entfernt. Im Coke-Dock. Hast du dein System angepasst? Das zu dem, wo du gerade bist? Nein, das sollte ich vielleicht noch machen. Ja, das ist ein ganz guter Hinweis. Wo bin ich denn gerade? Ach ja, Ross 409. Habe ich schon wieder vergessen. Das ist aber echt cool hier, dieses Portal. Ist das eigentlich Cheaten, wenn man das benutzt? Nö. Hier, 40. Das ist ja über eine offene API von Entwicklern und so. Ach, die ziehen direkt die Schnittstelle an von Elite, oder was? Ja. Das ist ja geil. Beziehungsweise, glaube ich auch, ja, glaube schon, ja. Dalton Gateway, 44 Lichtjahre entfernt. Kann ich da hinspringen, ohne dass mir der Treibstoff ausgeht? Ja, locker. Müsste eine Schwungreichweite haben von über 20. Habe ich gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Kannst du links gucken. Rechts unter Funktionen. Ja, das muss ich gleich mal schauen. So. Würde mich mal interessieren, wie weit du springen kannst. Oh Gott, wie heißt sie? Oh, du Duro. Aha, so. Systemansicht. Systemkarte wird gestellt. So, du musst irgendwo. Also, weißt du, du hast halt Systeme, da hast du keine einzige Station, weißt du, oder vielleicht mal eine einzige. Hier jetzt gerade in Odo-Duro-Ding-Dong hast du für jeden Planeten gefühlt eine Station. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stationen. Eine gute Zivilisation. Das ist ein bisschen übertrieben, finde ich. So, das müsste... Ja. Oh, dieses Overlay manchmal, ne? Hallo? Dalton Gateway, hier muss ich hin. So. Route planen. So, weit kann ich denn springen? Oh, wo sehe ich das nochmal? Rechts unter Funktion. Ah, Funktion, hier. Reichweite 19,45 Lichtjahre. Ja, das ist so weit wie ich ungefähr, ja. Mit meiner Corvette.
Nur ist meins schon voll hochgezüchtet, während du noch im Standardding bist. Ach Mann, es wird mich ärgern, dass du dann weiterspringen kannst als ich. Haha, also Feuergruppe 1. Strahlenlaser, 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 Salvenlaser, Plasmabeschleuniger, machen wir auf 1. Tötungsbefehlsscanner machen wir auch auf 1. Datenlinkscanner, Kühlkörperabwurf. Du machst aber hoffentlich nicht alles auf 1 in der einer Feuergruppe, oder? Doch. Das ist ja Blödsinn. Dann schießt du und scannst du immer gleichzeitig. Dafür gibt es ja dann mehrere Gruppen. Du kannst ja. Also, nee, ich kann auch die Taste ändern. Ja, du hast doch die Gruppen, also du hast doch die Spalten und dann die Zeilen. Ja. Und ich bin jetzt in genau. Feuergruppe 1 und habe jetzt bei Feuergruppe 1 habe ich jetzt den Tötungsbefehl Scan auf Taste 3 gelegt. Auf 2 gelegt. Das heißt, alle Waffen feuern und ich kann den Tötungsbefehlsscanner kann ich andersrum noch patchen. Ich kann den Kühlkörper aber auf anders machen. So. Nee, also du brauchst eine Feuergruppe, wo du alle deine Laser auf 1 und deine Kanone eigentlich auf 2, weil du willst ja nicht immer, wenn die Laser feuern, immer deine Kanone auch abfeuern. Das klingt sehr schlüssig. Okay, dann machen wir das hier so. Kühlkörperabwurf machen wir dann auf die andere Feuergruppe und auf 2. Schildzellenbank. Also Kühlkörperabwurf und Schildzellenbank musst du auf dieselbe Feuergruppe machen, weil sonst macht es keinen Sinn. Also okay. Sobald du immer die Schildzellenbank benutzt, musst du auch sofort einen Kühlkörper abwerfen, weil sonst grillst du dich. Okay, das ist gut zu wissen. Also das habe ich jetzt hier auf 2 gelegt. Das sollte funktionieren. Tötungsbefehlsscanner ist auf 1. So, Datenlinkscanner, keine Ahnung, Aufklärungsscanner brauche ich eh nicht. Ich muss mal gucken, es gibt aber irgendwie auch einen Hotkey, dass du Schildzellenbank und Kühlkörper abwerfen kannst. Da muss ich mal gucken. So, auf jeden Fall, ich bin voll bewaffnet. Ich würde sagen, ich fliege mal los, hä?